Bullseye. So, jetzt muss die Stecktabelle kommen. Wo ist die Stecktabelle? Gib mir mal eine Stecktabelle. Möchte sehen, wo ich bin. Wir haben den höchsten Marktwert. Und wir sind die Besten. Ach du Scheiße. Könnten wir wirklich durchmarschieren. Der Beste ist Shrivers. Nicht Tyrannagel, ne? Das hat zwar den höchsten Marktwert, aber der Beste ist Shrivers. Wir haben die negativste Bilanz. Ja, das ist schade. Und die jüngste Louis 21-1 im Schnitt. Uff. Ja gut, guck dir den Kader an, Digga. 28, 26. Und dann geht's mit 21 und niedriger weiter. Ha, da sehe ich mich tatsächlich auch so. Das könnte irgendwie meine Mannschaft sein. Das könnte tatsächlich meine Mannschaft sein. Durchschnitt 26, ja, ich wahrscheinlich auch bald. So, wer spielt mit? Chelmsford, Worthing, Enfield, Barnett. Armin, was sagst du? Ist da irgendwie, hat da irgendwer schon mal gegen Hashtag gespielt? Sagt mir, Haywards. Haywards sagt mir was, glaube ich. Ansonsten, das sehe ich gar nicht. Moll Diptree könnte wieder absteigen, oha. Nee, der Rest hat mir gefühlt gar nichts. Gott, früher habe ich die Stecktabelle so gemacht, indem ich, also wirklich, die aufgestellt habe. Das waren noch Zeiten. Bogner, Regis mal im Cup gehabt haben? Ja, wo sind die? Die waren auch mit weit oben dabei, glaube ich, ne? Von der Stärke her. So, nee, ich möchte nicht Pope spielen, ich möchte Harry spielen. Ich spiele mit Harry oder Tom. Pope ist eigentlich Ersatzmann. Shrivers könnte jetzt schon reinschallern, ne? Shrivers, Tyrannagel. Sieht nicht so schlecht aus, jetzt immer schon tatsächlich, ne? Sieht nicht so schlecht aus. Hoffen wir mal, dass wir auch gut reinschalten können. Mit Brooksy, nö. Wenn ihr mir 10.000 auf den Tisch legt, dann ja. Dann könnt ihr den haben. 106.000 minus im Gehalt. Na gut, das müssen wir langsam wieder ausgleichen, ne? Das müssen wir so nach und nach wieder ausgleichen dann. Jake Lindsay hätte jetzt echt gut gepasst, tatsächlich. Wäre billig gewesen. Günstig, Entschuldigung. Ex-Hashtag. Positionstechnisch gepasst. Hätte ich gefühlt, tatsächlich. Aber, machst du nix. Ne? Machst du nix. For me. Super letztes Spiel. PK Humble. Muss ich hier mal eingrooven bei den Spielergesprächen gefühlt. Ja, also oder vielleicht, dass die Leute einfach mal ein bisschen gut trainieren und so. Mir quasi eine Steilvorlage geben. So quasi. Wäre ein Träumchen, vielleicht hier noch irgendwas. Gib mir das Training alles. Let's go. Und du musst körperlich stärker werden. Ganz klar. Ganz klare Geschichte. Oh, Pedro gut trainiert. Pedro und Anthony Page. Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn plötzlich her? Die waren noch gar nicht da. Let's go. Dann wird wofür bezahlt? Elliot, weil PK mehr Geld bekommt. Er ist aber auch PK Humble. Bro. Johnny möchte in Form kommen. Langfristiger Vertrag für Billy Willis. Und Brooks möchte in Form kommen. Na gut, die beiden sind noch verletzt. Das dauert halt noch, ne? Berechtigte Frage. Nee, wir gucken das anders. Wir gucken einfach durch die Liga durch. Wir suchen jetzt. Eigentlich sind sie in der... Standen die in der Vanrama? Sie sind noch in der Vanrama. Ich glaube, ja, ne? Yes. Sechster, Sechster, Fünfter. Also haben, glaube ich, immer Playoffs gespielt, aber haben es nie geschafft. Also fast so wie wir. Nur, dass wir dann am Ende nicht mehr Playoffs gespielt haben. Come on. Gegen Dover. Erstes Spiel in der Ishmian Premier. Come on. Up the tags. Wer schießt das erste Tor? Leistungsprobleme bei Dover. Ja, ist doch cool. Dann können wir, umso weniger sie aufsteigen, umso früher können wir gegen Wrexham spielen. Dann gibt es Hashtag versus Wrexham. Wird es ja tatsächlich wirklich gehen? Harry macht das erste Tor. Du kannst jetzt nicht ausdenken. Aber ins Falsche. In irgendeinem Cup werden die ja spielen, ne?
Beide. Hashtag United und in irgendeinem 7 gegen 7 Cup, glaube ich. 7 versus 7. Sebastian Dabrowski. Vorlage Mike Tiernagel. Let's go. Der Innenverteidiger macht das erste Tor, legitime Tor für uns. Posten Tiernagel. Come on. Gelb für Hasem. McMullen hält einen Elfer, glaube ich. Schaut mit dem 1-1 rein. Oha, Herring 6-1 gewonnen gegen Chatham Town. Ja. Jetzt nicht ganz so, wie wir uns das sehr oft haben, aber noch. Noch sind wir ungeschlagen. PK zieht um, ja, wahrscheinlich in irgendeinem Penthouse oder so. Irgendein Penthouse in London wahrscheinlich. Andrew zu Corinthians, Nelson Semedo zu Nizza, Ollie Watkins zu Seattle. PK Tower. Oder das. Tottenham verkauft noch einen Spieler, ne? Also wollte ich nur mal gesagt haben, Tottenham geht runter. Ich würde es nicht wundern, wenn Tottenham absteigt, bin ich ehrlich, ne? Mopay zu Anderlecht, ablösefrei. Alles klar, Hausen. Viel Spaß, Erfolg, wie auch immer. Astronautovic zu Thessaloniki. Nee, ist das Athen? Park Athen? Nee, Park Thessaloniki, was schon. Fast schon. Die haben aber auch wen gekauft. Sinisterra von Leeds. Okay. Haringey Borough. Die sind. Oha, das sind die, die gerade 6-1 gewonnen haben. Mal eine Challenge im zweiten Spiel, wa? Also, ich würde sagen, die sind gut in Form. Definitiv. So, nein, nicht mit Elliot. Wenn du Jack Adams nicht spielen lassen willst, dann spiel Toby. Punkt. 91 Dauerkarten. Let's go. Letzte Mal 65, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe noch. Da habe ich schon ein paar dazu gewonnen. Let's go. Up the tags. Großes Lob an Tom Elliott. Der spielt aber halt einfach eigentlich gut, ne? Das ist das, was so tricky ist. Wenn er weniger gut spielen würde, würde vielleicht auch der Co-Trainer den vielleicht auch mal draußen lassen. So. Spielen gegen den Tabellenersten. Let's go. Up the tags. Erstes Heimspiel, jetzt muss Tiernagel loslegen. Forsten, German, Francis. Guck mal, Leute. Lass doch jetzt mal ein 6-1 gegen die schießen. Come on, Leute. Wo ist das Tor? Yes! Psychologisch ungünstiger Zeitpunkt. Ethan Rob. Nein, Dean Shrivers. Vorlage auf Toby. Aroma Laren. Yes, baby. Toby. Ethan Rob spielt nur ein gutes Spiel. Dann nehmen wir ihn drunter. Ganz klar. Come on. Doppelpack Toby. Doppelpack Toby. Zweite Vorlage Dean Shrivers. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was ist denn auf der linken Seite da los? Komm, erster Dreipack in der Ishmin. Bruno van Egdom. Bruno, da ist doch noch ein Bruno. Der Bruno hat schon das 1-0 gemacht. Wo haben die ganzen Brunos her? Aber ungeschlagen. Toby mit dem Doppelpack. Zwei Spiele mit drei Toren. Oha, Sogba ist schon wieder los, ne?
Drei Tore in einem Spiel. Der hatte schon mal 28 Buden oder so in der anderen Liga geschossen. Fühlt sich stark unterbezahlt. Wir haben kein Gehaltsbudget. Selbst wenn ja, kann ich nichts daran ändern. Tut mir leid. Ich könnte nichts daran ändern, wenn ich wollte. Also ich könnte den Kredit aufnehmen, ja, aber möchte ich nicht. Oha. Samuel Edosi von Leipzig. Ehemals City. Und Southampton. Nee, von Salzburg, Entschuldigung. Nee, Quatsch, das ist das die brasilianische Red Bull-Mannschaft. Zu Real Madrid. Leon Bailey ablösefrei zu Lazio. Also ablösefrei würde ich ihn auch nehmen, ne? Rafa Mir zu Leeds. Lucas Moura auch ablösefrei zu Legia. Digga, hatte ich schon mal, wenn das Tottenham absteigt? Was ist denn da los? Die haben ja gar keinen mehr. Bastoni zu den Young Boys. Alter, bei Tottenham ist er völlige Leere. Die haben ja jeden losbekommen die letzten zwei Jahre anscheinend. So, jetzt geht's gegen Chelmsford. Platz 7. Adams Infektion. Oh oh. Na gut, können wir immer noch Toby spielen, ne? Ist aber schon wieder fit. Nevermind. Ist schon wieder fit. Oh, und das ist die zweite stärkste Mannschaft. Die sind tatsächlich knapp hinter uns nur. Sag mal. Was haben wir nicht verstanden an. Ich möchte Toby nicht verkaufen, außer ihr legt mir unendlich viel Geld auf den Tisch. Was war daran so schwer zu verstehen? Oh, super. Letztes Spiel, Ethan Robb. Let's go. Bing, 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 Jermaine Francis, PK Humble und Mike Tiernagel. Let's go. Das Ding ist, ich weiß jetzt immer nicht, bei der Jugendmannschaft ist es wieder, weil ich irgendwie keinen Vertrag gegeben habe oder weil wirklich Mentor nicht passt. Also irgendwie über beides meckert zurzeit. Huch. Ja, okay, wir spielen mal mit Pope. Er ist halt der stärkste, eigentlich. Stärkste Infanterie aktuell. Dann spielen wir mal mit Pope. Gegen Chelmsford City FC. 4 Punkte aus 2 Spielen. Wir haben 2 aus 2. 2 Unentschieden. Und ein drittes Unentschieden heute. Harry Pitcher mit der gelben Karte. Tjernager hat noch nicht getroffen, möchte ich nochmal dazu sagen. Nur Dabrowski und Toby Romlaren haben für ein Tore geschossen bisher. Jermaine Francis, let's go. Come on. Yes, 3 Punkte gegen das wahrscheinlich stärkste Team außer unserem. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und der erste Sieg in der Ishmian League. Jermaine Francis ist der Torschütze. Wir gehen auf die 9. Und keiner hat mehr als 3 Tore. Zwar einige, die 3 Tore haben, aber keiner hat mehr. Keiner hat bisher mehr. Das Transferbudget noch nicht ausgeschöpft. Ja, aber das Gehaltsbudget habt ihr gesehen, ne? Was ich nur mal gesagt haben. Wir haben ein paar Baukosten und Gehalt auf 0. Transfer. Schauen das mal alles ins Gehaltsbudget rein. Einfach um das ein bisschen auszugleichen. Und 18.000 können wir da auch noch reinschauen. Sehr schön. Machen wir mal 17.5. Let's go. So, dann sind wir schon, nämlich schon nur noch bei minus 48.000. Wird schon langsam besser. So, Luke Thomas zu Atletico. Ablösefrei natürlich. Pablo Fornals zu Atalanta. Pablo Ramon zu Aston Villa. James Garner zu Gijón. Diego Carlos. Wenn ich gleich noch irgendeinen Tottenham-Spieler sehe, der Tottenham verlassen hat und irgendwo hingeht für Mau, dann möchte ich nur nochmal sagen, ich glaube, Tottenham geht runter. Nee, sehe aber tatsächlich keinen.
Oh, Pedro hat eine Mittelohrentzündung. Nein, nicht Pedro Carvalho. Dabrowski räumt beim Abseitstraining ab, sehr schön. So, nee, ich möchte gerne andersrum spielen, danke. Aber es hat funktioniert, wir haben die Null gehalten. Mit Pope in der Innenverteidigung mit Dabrowski, dann versuchen wir das halt nochmal gegen Bill Ricky. Bill Ricky kennen wir natürlich schon, ne? Gegen die haben wir schon gespielt. Eine von zwei Mannschaften, gegen die wir schon gespielt haben. Auch die haben den Aufstieg geschafft. Durch die Playoffs bin ich mir ziemlich sicher. Da müssen sie, was sie bei uns in der Liga waren. Bei uns nur Stone Market, Felix in der ersten Saison, wobei Billy Ricky da, glaube ich, noch gar nicht in der Liga war. Und dann wir in der dritten. Hoch sind per ersten Platz. Das heißt, Billy Ricky musste durch die Playoffs gegangen sein, genau wie Melton Tipptree. Wir müssen auch durch die Playoffs gegangen sein. So, dann Yalla. Spielen eine gute Saison bisher, sind auf Platz 6 als Aufsteiger. Ich meine, wir sind auch Aufsteiger, Platz 9, ne? Aber anscheinend haben wir hohe Ambitionen, dem Vorstand nach zu urteilen. Die Frage: Wann schießt Mike Tiernagel das erste Tor? Wann öffnen sich die Floodgates? Jake Adams, Vorlage gemacht, Pasqual. Zweites vor der Halbzeit. Für uns durch Mike Tiernagel wäre eigentlich optimal. Vorlage Jake Adams. Mike Tiernagel, Floodgates have opened. Er schießt jetzt drei. Ich sage, er schießt jetzt drei Tore gegen Bill Ricky heute. Das ist das zweite. Vorlage PK Humble. Wieder Matt runter. Ich nehme tatsächlich Jake Adams runter. Und dann heben wir mal auf. Eins fehlt noch, Tyrannagel. Eins fehlt noch. Oh, Pfosten, Ethan Robb. Tor durch. You know it. Mike Tyrannagel. Macht den Dreierpack. Seinen dritten, glaube ich. Ja, muss, weil er den Lupen reingeschossen hat. Davor hat er einen Dreierpack geschossen im zweiten Saisonspiel letztes Jahr. Müsste jetzt sein dritter Dreierpack gewesen sein. Oder wird sein erster Viererpack? Oder wird sein erster Viererpack? Nein. Toby gönnt sich auch sein drittes. Let's go. Das ist sehr schön, wenn Toby auch noch eine geile Saison spielt. Vielleicht bekommt er wirklich noch ein Sternchen. Vielleicht können wir ihn halten. Auch auf dem Weg nach oben. Wir gehen auf Platz 5. Toby und Mike gehen in den Dreierclub. Nur Potts und. Das sind aber ziemlich viele Ass. Yes, gell? Sind auf 4. Und Pasqual neue Erfahrungsstufe. Let's go. Invincible. Oh, wir spielen gegen Hornchurch. Nee, Hornchurch. Hornchurch. Braithwaite zu Leicester. Na gut. Aber das ist ein anderer Braithwaite. Brenthwaite. Den hatten wir, den hatte ich auch irgendwo. Den hatte ich irgendwo. Irgendwo hatte ich Jared Brenthwaite. Ich weiß nicht mehr wo und wann. Vielleicht war es ein FIFA-Kategorienummer, vielleicht war es ein FM-Ding, weiß ich nicht. Sabitzer ablösefrei zu Standard Lüttich. Tyrone Mings zu Spartak. Callum Chambers zu Brügge. Schär zu Kopenhagen. Aranguiz zu Bahia. Eieiei. Oh, Tottenham verkauft auch noch Jamie Donnelly an Sheffield. Für 18 Mio. Der ist 70, hat 6. Was? Oha. Ja, aber ich glaube, Tottenham geht runter. Habe ich schon mal gesagt. Ja. Kann man mal machen. You make me feel. Hornchurch auf 11. Ich finde das Wappen von der Liga irgendwie komisch. Bin ich ehrlich. England aber hier anders wild in der 5-Jahreswertung unterwegs. You make me feel. Es funktioniert halt anscheinend leider mit Pope.
Also nicht leider, ne? Ist ja schön, dass es funktioniert, aber ich hätte da gerne mit Harry oder mit Tomo gespielt eigentlich. Da finde ich es fast ein bisschen schade, dass Pope Dabrowski jetzt die Kombos, die so gut funktioniert. Titanium. Abfahrt. Hornchurch. Tyrannagel. Kann er noch zwei Buden machen, dann ist er on par mit den Spieltagen. Aber dazu musst du überhaupt mal treffen, ne? Ich habe es gesagt, Floodgates haben sich geöffnet. Letztes Spiel gegen Billy Ricky war es so. Ist halt die Frage, ob das auch in den weiterführenden Spielen so weiterführen kann, ne? Eigentor. Natürlich bitter. Aber 1-0 für uns. Und da nehmen wir das mit. Glanzparade, schade. Können noch ein zweites nachlegen, vielleicht einen Sack zumachen. Nö, es bleibt bei dem 1-0 durch ein Eigentor. Wir gehen auf die 3. Wir gehen auf die 3 und wir sind weiter ungeschlagen, ne? Nur Kingstonian und Leatherhead und Chesshunt sind die einzigen, die noch ungeschlagen sind. Chesshunt mit 4 Unentschieden. Enfield und Dulwich, die beiden, die erste sind, haben beide ein Spiel verloren. Potts geht auf 6 Tore. Wir spielen als nächstes gegen Enfield. Da müssen wir 2 draus machen, wa? Müssen wir 2 draus machen. We're gonna light it up. Ich wollte gerade sagen, es ist aber ein sehr eventvoller letzter Tag der Transferperiode. Oyarzabal zu Wolfsburg. Den hat City in die zweite geschoben gehabt. Alter, seid ihr fertig. Vitinha für 60 Millionen zu PSG. Nee. Pedri ist wertvollster Spieler der Liga jetzt. Auch der Welt. Ja gut, Mbappe ist ja nicht mehr dabei. Saka ist auf 3. Ansu Fati, Haaland, Pedri, Kamavinga, Bellingham. Ja gut, das sind die zwei Zehner, ne, die es effektiv noch gibt. Mbappe, der dritte, ist ja vereinslos. Bas Dost. Mit Coventry. Spieler ist Coventry in der ersten? Oh, wann bereitest du denn vor? Och nö. Fun Fact, jetzt habe ich die Mitarbeiter wieder umgestellt. Mann. Aber wenigstens weiß ich das jetzt. Also falls du das gestern nicht mitbekommen hast und falls du das Problem auch manchmal hast, dass deine Aufgaben abgegeben werden und du nicht weißt warum, das ist, wenn du aus Versehen auf die blaue Pfeife drückst. Dann gibst du alle ab. Sondern vom Lazarett, oder wie? Ja, ich auch nicht. Dann habe ich gestern im Discord nachgefragt und dann diese Antwort erhalten. Das heißt, wenn man sich wundert, hey, warum ist das manchmal zurückgesetzt? Wie gesagt, wenn du aus Versehen bis zum nächsten Pflichtspiel simulieren willst und dann wieder rausgehst, dann ist das zurückgesetzt. Budgets sind eng für die dritte Liga. Bist du schon in der dritten mit Kirchhoff und Schöring? Damn. Weiß ich nicht. Glaube ich, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob die sich dadurch zurücksetzt. Kann sein. Maybe. Wenn sie sich anscheinend manchmal zurücksetzt bei dir, also fällt mir halt nicht auf, ne, aber wenn es bei dir der Fall ist, dass sie manchmal zurückgesetzt hat, dann kann es sein, dass das auch mit dann daran gelegen hat, ja. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte auch gerade noch irgendwas machen, ne?
Weiß es nicht mehr. 6-2 auf 9-4. Oha. Was haben ich jetzt? 4-1 immerhin. Wir sind schon auf 4-1. Wir haben mit 1-0 gestartet, ne? Gehen wir uns immer auf 4-1 hoch. Immerhin. Ja, weiß nicht mal, was ich gerade gucken wollte. Wie war es, hätte ich noch irgendwas auf dem Zettel gehabt. Gehen wir noch um die letzten Transfers. Oh ja, das ist der Ball. Ah, wirklich, dass der in die zweite von City geschoben wurde, ist auch bodenlos, ne? Nianzu zu Dortmund. Von Sevilla. Godfrey zu Trabzonspor. Und Barca holt Pedro. Ist das vielleicht der Falsche? Wolltet ihr vielleicht Pedro Carvalho? Na gut, ist ablösefrei, nevermind. Ablösefrei hätte ich ihn nicht gegeben. War Tiernagel aus der U? Aber letztendlich kann ich nicht, weil ich keine Angebote machen kann wegen dem Gehaltsbudget. Also ich kann sie mir schon angucken, aber es hilft mir nichts gerade. Weil ich minus Gehaltsbudget habe. Ich kann aktuell keine Angebote machen. Nee, Tiernagel war der Jugendspieler aus dem Turnier, glaube ich. Der war der Jugendspieler, den wir aus dem Jugendturnier, das da am Anfang im S. Da haben wir den rausgezogen. Ich hatte ein paar im Auge, als auch österreichische Linksverteidiger, glaube ich. Den hätte ich von Salzburg geholt. Aber da sind dann viele den Gehaltsverhandlungen gescheitert. Ja, wir sind bei minus 42.000, aber es geht schon. Wir haben jetzt 13.000 Baukosten schon wieder. Theoretisch. Nee, gerade können wir noch nichts ändern. Also ich denke, bei den nächsten ein oder zwei Änderungen werden wir da wieder im Plus sein. Das kriegen wir definitiv wieder ausgeglichen, aber jetzt gerade können wir halt sowieso nichts machen. Wenn, dann können wir im Winter nochmal gucken. So, Anfield auch eine der stärkeren Mannschaften in der Liga. Dementsprechend auch ein bisschen toughes Pflaster jetzt. Aber... Bitte nicht. Bitte nicht zu Barcelona, Kalulu. Du hast Besseres verdient. Du hast Besseres verdient. Ja, aber da müssen wir noch gucken. Da können wir eventuell im Winter nochmal ein bisschen nachlegen. Wenn wir da wieder ein bisschen Budget haben. Wir haben jetzt mit Travis tatsächlich einen relativ guten geholt. Also für unsere Verhältnisse guten. Wir brauchen einen RM, aber der ist doch gerade IV. Oder wir brauchen so einen Stürmer. Mal gucken, wo es bei Barcelona ein bisschen hakt. Einfach nur so Interesse halber. Wahrscheinlich brauchen sie immer noch einen Torwart. Ja, wobei, nee, das war ja ein Safe. Das war über Real Sociedad. So eine Meinung war, das ist clever, Ter Stegen lustig. Nee, haben sie Ter Stegen verkauft? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich glaube, die haben nur Ter Stegen verkauft und hatten keinen guten Video geholt. Ja gut, IV geht eigentlich mit Koundé und Christensen. Ja gut, aber dann haben sie nur Marmol danach, ne? Ja doch, vielleicht brauchen sie wirklich einen IV. Dann vertreibt er Christensen vor seinem Platz und dann spielt hier. Aber hier auch Alaba, ne? Alba ist ein bisschen sticky, aber der von Freiburg auf 87 jetzt, ne? Declan Rice, Javi, Nico. Das ist mal ein Mittelfeld. Iker Muniain hat echt noch 85 bei denen. Ich dachte nicht, dass der sich so gut hält. Ansu Fati und Evan Nilsson. Also, nee, komme ich nicht drauf klar, ne? Also diese Barca-Mannschaft hier in dem Safe ist aber absolut weird. Ganz ehrlich.